Moin, moin Leute und herzlich willkommen zur nächsten Folge Skyrim. Wir sind ja in der letzten Folge im Tempel von Dibella betrunken aufgewacht. Wir wissen nicht mehr, wie wir da hingekommen sind. Und wir wollen jetzt mal in Rurikstadt nach Sam und dem Stab fragen. Also werden wir mal schnell dahin reisen. Was ist da los gewesen? Ich weiß es nicht, Freunde. Ich weiß es nicht. Ihn da sollen wir fragen. Ihr habt ja Nerven, euch in dieser Stadt nochmal blicken zu lassen. Ah. Was habt ihr zu sagen? Tut mir leid. Das reicht nicht. Nicht solange meine Gleda noch irgendwo da draußen ist, einsam und verängstigt. Ihr habt sie entführt und an diesen Riesen verkauft. Das klingt ja furchtbar. Verdammt nochmal, ja. Ich werde nie wieder eine preisgekrönte Ziege wie Gleda züchten. Und kommt erst wieder, wenn ihr sie von dem Riesen zurückgeholt habt. Okay, ja, doch, da... Ich werde für die Ziege zahlen. Helft mir aber, meine Schritte zurückzuverfolgen. Gut. Trotzdem werde ich meine Gleda vermissen. So eine... Das meiste ergab keinen Sinn. Okay. Aber ihr habt eine Notiz hinterlassen. Ich konnte nur... nach Rückzahlung an Isolda in Weißlauf entziffern. Okay. Weißlauf. Da oben müssen wir hin in die Drachenfeste. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Ihr seid also endlich wieder da. Seht ihr, ich habe Geduld gezeigt. Aber ihr habt immer noch Schulden bei mir. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe... kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. In Ordnung, wie viel schulde ich euch? Es geht mir eigentlich gar nicht ums Geld. Ich hätte euch den Ring nicht auf Kredit gegeben, wenn ihr nicht so offensichtlich verliebt gewesen wäret. Okay. Aber wenn es keine Hochzeit gibt, könnt ihr mir wenigstens den Ring zurückgeben. Das war eines meiner besten Stücke. Wisst ihr, was ich damit gemacht habe? Ihr wolltet sofort zu eurer Verlobten gehen, um ihn ihr zu überreichen. Wisst ihr denn nicht einmal mehr, wo ihr sie zurückgelassen habt? Und das, nachdem ihr mir diese entzückende Geschichte erzählt habt, wie ihr euch in Hexennebelhain kennengelernt habt. Kein Wunder, dass sie euch verlassen hat. Ich muss unbedingt zur Hochzeit, bitte. Sicher wird eure falls sie euch immer noch heiraten will, wenn sie hört, dass ihr euch den Ring nicht leisten könnt. Wie könnt ihr das? Ihr habt euch bei Vollmond kennengelernt. Ja, das interessiert mich jetzt ehrlich gesagt herzlich wenig. So. Wo ist der Punkt? Da, Hexennebel rein. Könnte sein. Schnell hinreisen und dann weiter. So, dann wollen wir mal. Eine sehr verworrende Geschichte. Eine sehr, sehr verworrende Geschichte. Oben ist ein Bär, glaube ich. Den wollte ich jetzt mal nicht. Ach komm. Ja, ja. Sabbel mich nicht voll. Blöder Bär. Du hättest mich angegriffen, wenn du mich gesehen hättest. Wollen wir doch mal gucken, was da los ist. Dem einen habe ich 1000 gegeben, den sollte ich 2000 geben. So weit kommt's noch. Schatz, ich habe darauf gewartet, dass ihr zurückkehrt, um unsere Liebe zu vollziehen. Ich hatte eigentlich gehofft, den Ring zurückzubekommen. Was? Ihr wollt ihn für dieses kleine Luder Esmeralda mit den dunklen Federn? Ist es nicht so? Was? Sie soll euch nicht bekommen. Oh oh. Bleib da, wo du bist. Ehering, her damit. So. So, ich hab den Ehering. Mein Gott.
Warum? Ich verstehe diese ganze Geschichte nicht, Freunde. Warum? Warum sind denn Feinde in der Nähe? Wer denn? Dieser blöde Drache oder was? Ah, Mann. Mal wieder ein paar Mammuts hinten von irgendwo runtergesprungen. Vielleicht kann ich ja jetzt schnell reisen. Ja, sehr gut. Warum habe ich mich mit einem Hexenraben eingelassen? Was war denn da heute Nacht los, Leute? Diese Geschichte ist so witzig einfach. Ich muss eine hungrige Tochter ernähren. Also sobald hier ist der Ring. Wunderbar. Schade, dass es zwischen euch und eurer Dame nicht geklappt hat. Ah, ich weiß, wie sehr ihr euch auf die Hochzeit gefreut habt. Ihr habt immer wieder gesagt, es würde eine große Feier in Morvunskar geben. Ihr hättet sogar magisches Personal, das die Gäste betreuen würde. Ah ja. Begib dich nach Morvunskar. Okay. Morvunskar. Das ist auch da in der Nähe. Magisches Personal. Was hat denn der komische Typ für Geschichte erzählt, während er betrunken war? Jetzt mal ganz im Ernst, da oben ist Wayne. Ey, das ist doch alles rigged, ist das. Hier ist ein Fluss. Ah, den können wir aber durchqueren. Ob man nicht den Abstecher da laufen über die Brücke. Einfach durch. Sehr schön. Besser als ich erwartet habe, ging das. So. Ach, das ist nur ein kleiner Fuchs. Oh, ich muss mich kurz kratzen. Ah! So. Wie komme ich denn da am besten hoch? Hier? Oder von woanders? Ich glaube, hier hinten müsste ich eher hin. Um dort hochzukommen. Ach, was ist denn bloß hier passiert? So, ich gucke jetzt nochmal in die Quest rein. Nach einer ausschweifenden Nacht erwachte ich ohne jegliche Erinnerung an deren Geschehnisse. Sowohl Sam als auch der Stab, den er mir versprochen hatte, sind verschwunden. Isolde in Weißlauf hat mir geraten, Sam in Morvunskar aufzusuchen. Okay. Ja. Flüchtet mal. Kommt doch sowieso wieder auf mich zugelaufen, oder? Mist. Das war daneben. Nee, Freunde. So nicht. Und die Ziege habt ihr gerissen. Ich hoffe, das war nicht die preisgekrönte. Aber wie komme ich jetzt da hoch? Hier nicht. Oh, wer bist du denn? Hallo. Maik wünscht euch alles Gute. Das war eine Lüge, wenn du schon so heißt, der Lügner. Glaube euch nicht. Eine Mühle. Das werden wir mal kurz hier besuchen, bevor wir da hochgehen. Angas Mühle. Vielleicht bekommen wir ja eine Quest oder so. Aeris Haus. Ist denn hier jemand da und offen? Okay, nicht. Aber hier aus dem Hühnernest können wir mal ein bisschen sammeln. Ist dann denn jemand da in 4 Stunden?
sind welche? Zwei Personen. Drei Personen sogar. Ich betreibe die Mühle, also in der Tat. Es ist mir egal, was draußen in der Welt... Ich suche nach Arbeit. Wenn ihr eine Axt besitzt, könnt ihr euch Gold verdienen, indem ihr Holz... Was ist denn eigentlich Enodius? Fremde bringen nichts. Ich weiß nicht, warum ihr mich fragt, aber ich bin froh, dass dieser verdammte Kaiserliche weg ist. Irgendetwas stimmte nicht mit ihm. Ja gut, hier kriegt man anscheinend überhaupt nichts. So, hier müssen wir hoch. Beziehungsweise hier können wir endlich mal hoch. Dort rüber zu latschen. Von dort aus rüber zu latschen, besser gesagt. Wir müssen nämlich jetzt gleich wieder links, weil wir einmal um den Berg herum mussten. Diese Fähigkeit Hellsehen, die zeigt mir ja, glaube ich, den Weg, an den ich laufen muss am besten. Bandit. Au! Hat er mich getroffen, die Sau? Arschloch. Sausack. Okay. Ich will mal gerade gucken hier in meine Fähigkeiten. Dieses Hellsehen. Zeigt ihn. Weg zum Ziel. Genau, und das werden wir auch mal auf Dings legen. Da entlang. Okay. Ja, davor vertraue ich jetzt erstmal nicht. Ich weiß, ob das stimmt. Vielleicht will mich diese Fähigkeit einfach nur veräppeln. Aber erstmal gut, dass ich diese Fähigkeit überhaupt habe. Hier runter soll ich gehen. Oh oh. Vulkanglasbogen. Was ist jetzt hier, was uns gesehen hat? Eistroll. Ja, ja. Oh, das war dumm. Eiswolf, Eistroll. Weil habe ich hier hinten reingesetzt, aber den. Doch, hier war er. Komme ich wieder. Sehr schön. Dann gehen wir mal weiter hier außen rum. Ach, hier unten. War sehr viel höher gelaufen, als ich musste. Oh, da sind Gegner. Okay. Das sind einige Personen. Mist. Ja, ja, ja. Na? Ihr werdet doch nicht. Oh Mann! Ich schieße! Ich sehe nichts. Madam. Ich gebiete den Arkan-Energien. Ja, gebiete du mal den Arkan-Energien. Mir ist sowas von egal. Ich weiß nur, dass ich wieder 1000 Pfeile daneben gesetzt habe. Tausend. Sind wir aber auf jeden Fall schon mal richtig. Schutzgeist beschwören, kann ich das schon? Objekte? Ich glaube schon. Okay, dann lassen wir das fallen. Da unten. Oder da hinten, ist er gesagt. Das
ist der andere. Da war der andere. Okay. Hier sollen wir den also aufsuchen. Wie viel wiege ich eigentlich? Ich habe doch jetzt erst ausgeleert. Wollte ich schon sagen. Kann ja nicht so viel sein. Ist auch richtig. Ich wiege nicht so viel. Tue. Sehr gut. Den durchsuchen wir hier noch. Und dann geht's da rein. Mal sehen, was uns hier erwartet in Morgunsgar. Und gar keiner mehr. Sehr gut. Mal sehen, wo ich entlang laufen muss. Genau, hier wart ihr drinne. Gibt's hier irgendwas Schönes? Schon Schmiedekunst verbessert auf 19. Oh, cool. Ja, sowas finde ich doch. Saufen hier aber ganz schön. Ha. Was ist hier hinter? Ist von der anderen Seite verriegelt, alles klar. Ist hier was zu gucken? Dann müssen wir definitiv nach unten. Durch die eine Tür kommen wir nämlich nicht durch. Gut, wollen wir mal. Wir saufen auf jeden Fall sehr gerne. So wie ich anscheinend die eine Nacht jetzt hier mit Sam. Wir versuchen die Fehler, die wir in der Nacht gemacht haben, wieder in Ordnung zu bringen. Mal sehen, ob uns das gelingen wird. Na, wo seid ihr denn? Ich werde wohl etwas nervös. Ja, möglicherweise. Feuermagier. Schon wieder ein Pfeil versenkt. Versemmelt. Versenkt, versemmelt. Was gibt's denn hier alles so? Glück gehabt. Okay, eisiger Speer, Zauberbuch. Eisiger Speer können wir definitiv noch nicht. Jetzt schon. Da müssen wir rein. Hallo. Nee, die Ruhe brauchen wir nicht. Na gut, wollen wir noch mal gucken. Das ist ein schöner Ort hier. Mensch. Gibt's hier auch was Schönes? Oh. Sam. Da seid ihr ja. Ich hab schon befürchtet, ihr schafft es nicht. Was für eine Reise, wo sind wir? Ich dachte mir schon, dass ihr euch vielleicht nicht an eure erste Reise hierher erinnert.
Ihr hattet eine große Nacht. Den Stab habt ihr euch redlich verdient. Ich habe alles, was für die Reparatur nötig ist. Oh, die Hexenrabenfeder und so weiter. Das Zeug könnt ihr wegwerfen. Wisst ihr, das war eigentlich nur ein Vorwand, um euch hinaus in die Welt zu schicken, damit ihr gute Laune verbreitet. Ja? Wer seid ihr? Ich bin Sanguine, der Daedrische Prinz der Ausschweifungen. Okay. Ich weiß, ich weiß. Wie konnte ich euch nur belügen? Aber wie hätte ich euch trauen können, bevor wir ein wenig miteinander gezecht hatten? Aber es wurde mir schnell klar, dass ihr einen interessanteren Träger meines nicht ganz so heiligen Stabes abgeben würdet, als dieses Häufchen Trübsal. Danke, glaube ich. Das Vergnügen ist ganz meinerseits. Aber ihr solltet jetzt gehen. Es macht keinen Spaß, euch hier mit dem Stab einzusperren. Oh. Kommt na gut. Rein. Im Gasthaus Silberblut gibt es hoch. Es kommen keine Lieferungen rein. Also jetzt bin ich wieder hier. Habe ich jetzt die komplette Quest abgeschlossen? Tatsache. Auch nicht schlecht. Das weiß ich, dass das hier ist im Markt. Deswegen gehen wir mal dahin. Was habe ich denn jetzt bekommen eigentlich? Waffen. War das hier nicht da? Sanguinis Rose. Beschwört für 60 Sekunden ein Dremora. Heidewitzka. Ist wahrscheinlich, glaube ich, ein daedrisches Artefakt. Nehme ich jetzt mal an. So. Aber wollen wir doch mal hier in dieses Haus gehen. Frisches Essen. Keine Fäule an den Möbeln. Jemand ist gewesen. Und das vor kurzem. Aber ja. Die Leute, die ich befragt hatte, haben niemanden gesehen, der hinein oder hinausgegangen ist. Okay. Moment, habt ihr das gehört? Ich glaube, das kam von da hinten. Möglich ist es. Geht's noch weiter? Was ist das? Wo ist das Haus? Etwas ist hier im Haus. Los, wir gehen der Sache auf den Grund. Ja, okay. Kommt raus! Wir wissen, dass ihr da drinnen seid. Da ist noch eine Tür. Versucht doch, sie zu öffnen. Stendas Gnade. Das ist kein gewöhnlicher Daedra. Wir müssen Hilfe holen. Wow. Er ist schwach. Und ihr stark. Zermalmt ihn. Nach euch. Los, gehen wir. Was? Wir sollten ihn töten. Hat er gesagt, der Große. Ich bin stark. Er ist schwach. Die Stimme hat es gesagt. Die Stimme hat es gesagt. Das war nicht ich. Ja, weiter. Tiefer in die Eingeweide. Oh. Hier geht's aber ganz schön tief runter. Man sieht kaum was. Das war knapp. Euer Preis wartet auf euch. Okay. Glaubtet ihr wirklich, Molagbal, der Peiniger der Menschen, würde euch so einfach belohnen? Was seht ihr von diesem kleinen Käfig aus? Sagt es mir. Das ist ein Altar. Ja, ein Altar. Hier wurden die Jämmerlichen mir zu Ehren geopfert. Und die Schwachen von den Starken bestraft. Aber auch ein Daedra-Fürst besitzt Feinde. Und meine Rivalin Boetia hat ihren Priester angewiesen, den Altar zu entweihen, bis ihr kamt. Wollt ihr Rache an Boetia nehmen? Rache? Nein.
Ich will Unterwerfung. Ah. Der Priester, der das getan hat, soll vor mir niederknien und mir seine Seele geben. Er kommt, um Boethias widerwärtige Rituale an meinem Altar durchzuführen. Aber jetzt wird er vermisst, gefangen und gebunden, zurückgelassen, um zu verrotten. Verschont ihn. Lasst ihn sein Ritual ein weiteres Mal ausführen. Und wenn er es tut, werden wir auf ihn warten. Okay. Was ist jetzt meine... Oh, was ist jetzt meine Aufgabe? Finde den Priester von Boethia. Dann machen wir das doch mal. Sehr, sehr merkwürdiges Haus. Muss man ja mal dazu sagen. Ja, du. Ne? Versteck du dich mal da in der Ecke. Gut. Nein. Da oben. Wollen wir doch mal dahin reisen. Und gucken mal, ob wir fündig werden, Freunde. Nach diesem Priester. Wird ja wohl nicht allzu schwer sein, diesen Priester ausfindig zu machen. Hoffe ich. Nach oben, aber ich muss wahrscheinlich nach oben. Ich gehe einfach mal nach. Ne, ich muss hier runter. Da muss ich hin. Hier vorne. Tiefenwaldschanze. Abgeschworene? Ihr braucht etwas? Was? Jemand muss mir helfen. Jetzt gehört ihr mir. Ja, er hat mich auch getroffen. Sausack. Ihm habe ich nicht so gerechnet. Wo einer von unten kommt. Da hinten ist auf jeden Fall noch jemand. Können wir erstmal hier alles leer machen, bevor wir dann nach da hinten gehen. Grüß dich. Ja, perfekt. Ah, ein großer Seelenstein haben wir hier. Hexenrabenfedern haben wir hier. Na, was für ein Ritual sollte denn hier schon wieder gemacht werden? Hauptsache, ich konnte ganz normal mit dem reden. Ihr braucht etwas? Fragt er mich. Tiefenwaldschanze. Der Abgeschworene. Und dann versucht er mich anzugreifen. Na gut. Fand ich jetzt nicht ganz so freundlich, muss ich sagen. Nein, was habe ich denn jetzt eingesammelt? Ich glaube, irgendwas bei Sonstiges. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, was es war. Mir wird vielleicht nochmal irgendwann ins Gesicht springen. Drauger. Finde ich gut. Ah, Sau. Hier oben was auf uns? Wahrscheinlich schon, oder? Ja, hier da.
ins Feuer mit dir. Und du auch. Da oben müssen mich jetzt nicht unbedingt sehen. Vielleicht, wenn ich die später kille, oder? Oh nein. Daneben. Natürlich war der daneben. Wie, warum sollte ich auch so in solchen Situationen treffen? So. Keine Ahnung, was das war. Oh, Giftrezept. Wo ist die andere? Hä? Ach, die liegt da drunter. Was war das? Hallo? Och nö. Kann ich den auch verarschen? Kommst du jetzt hier durchgerannt? Warum frage ich überhaupt nicht? Ja. Hört einfach auf zu wabbeln. Ja, nicht blöd, ne? Au! Bei dem einen stand ich noch zu dicht dran. Was ist das hier? Eisentürmeister. Eigentlich vermuten, dass es da oben. Das ist der Ort, wo ich die beiden gekillt habe. Okay. Das ist gut. Aber hier geht's doch weiter. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass es nicht weitergeht? Wahrscheinlich kann man weiter irgendwo anders noch einen Schlüssel für diese Tür finden. Hier hinten oder so. Aua. Brandschatzer. Ja. Brandschatzer. Nein. Geh drauf. Ja, wollte ich gerade sagen. Von der kriegt man nämlich den Schlüssel. Na ja, klar. Aber will ich trotzdem noch mal eine Sache gucken. Und hier kam ich ja, ne? Hier unten ging es ja noch weiter. Was ist denn hier unten? Gesprungen Bogen liegt hier rum. Liegt ein Skelett. Cool. Hätte ich nie erwartet. Gut. Das war demnach vergeudete Zeit. Nicht weiter tragisch. Hier geht's weiter nach oben. Okay, ich habe keine Ausdauer mehr. Oh, wer sitzt denn da? Niemand mehr. Gut, durch diese Tür müssen wir gehen. Zaubertrankrezept. Menschenskinners. Das nimmt ja hier Ausmaße an mit den Zaubertrankrezepten. Herrlich. Oh, Freunde. Ich sehe, wir sind ja schon am Ende der Folge angekommen. Aber wartet mal. Machen das jetzt mal anders. Gehen mal hier durch und dann beenden wir die Folge. Wir nehmen das hier erstmal mal mit, hier was hier liegt. Die Zeit habe ich ja gar nicht geachtet, Freunde. Gott, Tiefenwaldtal.
Wollen wir mal. Oh. Aber jetzt. Freunde, ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao.